Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrter Herr Minister, wir freuen uns, dass Sie heute hier sind, uns begrüßen, dieses Thüringer Bürgerforum Covid-19 mit uns gemeinsam starten. Sie haben sich gemeinsam beide sehr dafür eingesetzt, dass dieses Bürgerforum auch zustande kommt. Insofern, Herr Ramolo, ich würde gerne bei Ihnen beginnen. Wie sind Sie auf den Gedanken gekommen, das Thüringer Bürgerforum Covid-19 ins Leben zu rufen? Warum auch gerade jetzt vielleicht? Und was kann das Bürgerforum in der jetzigen Phase der Pandemie bewirken? Ja, vielen herzlichen Dank und einen herzlichen Gruß an alle unsere Teilnehmer des Bürgerforums. Mein sehr persönlich und herzlicher Dank, dass Sie sich zur Teilnahme entschlossen haben. Denn es ist ja einiges an Zeit, dass Sie investieren, um ein Stück weit Politikberatung zu machen. Das heißt, das Format Bürgerforum ist nicht neu. Das haben wir schon einmal erprobt, als die Debatten waren über die Funktional-, Verwaltungs- und Gebietsreform. Da haben wir ein sehr, sehr, sehr engagiertes Bürgerforum gehabt. Leider ist das öffentlich nie so richtig wahrgenommen worden, welche Ratschläge wir vom Bürgerforum bekommen haben. Denn die mitarbeitenden Bürger haben uns wirklich sehr, sehr gut beraten. Und wir haben so ein bisschen die Schwierigkeit, dass das dann in den Medien nicht so verstanden wird. Und ehrlicherweise habe ich manchmal so ein bisschen, beschleicht mich so ein bisschen das Gefühl, dass einzelne Leute denken, das wäre irgendwie so eine Aktion, um Menschen zu bespaßen. In Wirklichkeit ist es ein ernst gemeintes Dialog- und Politikformat, bei dem wir als Landesregierung sagen, wir wollen uns beraten lassen und wir wollen den Verstand, den die Menschen haben, die tagtäglich unter Entscheidungen ihr Leben organisieren müssen, für die wir verantwortlich sind. Und deswegen will ich sagen, Sie ergänzen ein anderes Forum, das wir auch haben. Das ist unser wissenschaftlicher Beirat. Den haben wir relativ früh eingesetzt, weil da alle unsere Fachleute drin sind, die tagtäglich mit den Patienten zu tun hatten, die also Entscheidungen vorbereiten mussten, von denen ich mir als Ministerpräsident nie hätte träumen lassen, dass ich sie mal treffen muss. Und insoweit kam zeitverzögert irgendwann Dirk Adams und hat gesagt, also wir wollten doch eigentlich das Bürgerforum einrichten. Und dann haben wir gesagt, ja, das stimmt. Aber da wir ziemlich gehetzt und getriebene waren, und das will ich ehrlich zugeben, diese 15 Monate waren für mich schreckliche Monate, entscheidungsrelevante Monate, bei denen wir alle 4 Wochen gezwungen waren, Entscheidungen zu treffen, wo ich heute denke, manche dieser Entscheidungen hätten wir über einen längeren Zeitraum verteilt einfacher haben können. Deswegen ist nicht alles, was in den letzten 15, 18 Monaten passiert ist, unbedingt medaillenverdächtig. Aber ich will Ihnen sagen, wir sind jetzt auf einem Weg, dass die Inzidenzen nach unten gehen. Jetzt könnte man meinen, ja, was soll das Bürgerforum noch? Und jetzt geht es genau darum, welche Schlussfolgerungen müssen wir ziehen aus dem Erlebten und was sind die Konsequenzen für die Zukunft? Und da ist es wichtig, es in Ihrer Breite, die Sie aufgestellt sind, von jung bis alt, von Dorf bis Stadt, Sie haben das alle auf Ihre Art erlebt und Sie haben bei all diesen Dingen, die Sie erlebt haben, auch Erfahrungen gesammelt. Und auf diesen Erfahrungsschatz würden wir gerne aufsetzen. Und wir verstehen Ihr Engagement als beste Form von Politikberatung, die wir uns angedeihen lassen wollen. Und Sie werden dann erleben, dass Vorschläge, Prüfungen oder auch Diskussionsnotwendigkeiten von uns ernst genommen werden. Das heißt, ich ziehe mich nach der Begrüßung zurück, nicht weil ich nicht dabei sein möchte, sondern weil Sie zuerst dran sind, weil Sie auch Ihre Formate und Ihre Form des Umgehens miteinander klären sollen. Dafür danke ich herzlich Zebralog, die das professionell begleitet und organisiert. Das sind nicht die Vertreter der Landesregierung, sondern das sind die von uns beauftragten Neutralen, die auch tatsächlich ihre Interessen als Bürgerforum ausartikulieren sollen. Und das damit will ich überleiten, eigentlich wollen wir die Formate der Bürgerforen viel dauerhafter einsetzen für unterschiedlichste Fragen. Ich habe in der Staatskanzlei ein Stabsreferat dazu gebildet
Und in diesem Stabsreferat soll das Instrument der Bürgerbeteiligung und des Bürgerengagement mit eingebaut werden in eine Politikentwicklung, bei der wir auch solche Formen viel schneller, viel früher und viel intensiver einbeziehen wollen. Vielen Dank, Herr Ramelow. Herr Adams, auch an Sie die Frage. Sie haben sich ja auch sehr stark gemacht, dass dieses Bürgerforum zustande kommen kann. Warum ist das Bürgerforum für Sie so wichtig? Ja, vielleicht zum Anfang von meiner Seite auch nochmal möchte ich mich dem Dank, dem großen Dank des Ministerpräsidenten mit anschließen, weil Sie übernehmen hier auf Zeit ein Ehrenamt und das kann man nicht hoch genug anrechnen. Und am Ende ist es Beratung, wie der Ministerpräsident schon gesagt hat, für unser Regierungshandeln. Das soll besser werden. Und die Idee, der Ministerpräsident hat es gerade schon gesagt, war schon lange im Raum, im Kabinett, dass wir solche Bürgerräte, das Wort Bürgerforum war für Thüringen noch gar nicht geboren, der Begriff, dass wir so etwas intensiver nutzen wollen für unsere Regierungsarbeit. Und ich habe mich darauf auch gefreut, weil ich zum Beispiel, der Ministerpräsident hat es angesprochen, die ersten Bürgerforen zur Gebietsreform auch intensiv begleitet hatte. Insofern haben wir immer geguckt, wo ist der richtige Ansatzpunkt. Und mitten in der Pandemie im Oktober, November letzten Jahres bin ich angesprochen worden vom Verein Mehr Demokratie, die gesagt haben, Herr Adams, Sie wollten doch mehr Demokratie wagen in der Landesregierung und solche Bürgerräte, Bürgerforen einsetzen. Jetzt haben Sie einen Beirat von Wissenschaftlerinnen, das ist sicherlich gut, aber wo sind die Experten für das Alltagsleben in der Frage? Und da hat es Klick gemacht und ich bin zum Ministerpräsidenten gegangen und bin riesig dankbar dafür, dass ich dort sofort ein offenes Ohr gefunden habe und dass wir dann mit dem gesamten Kabinett das beschließen konnten, diesen Weg zu gehen, ein solches Forum einzurichten. Sie merken, zwischen Januar und jetzt Juni, sowas dauert, wenn man es vorbereiten will, gerade wenn man das erst ein zweites Mal tut. Aber ich hoffe, dass dieses Bürgerforum zur Corona-Pandemie ein erfolgreiches Forum sein wird und dass wir viele Ihrer Anregungen bekommen und dann auch möglichst umsetzen können. Herr Adams, vielleicht können wir da gleich nochmal anschließen. Was erwarten Sie denn vom Bürgerforum speziell und wie fließen die Beiträge auch in die Politik ein? Also ich erwarte erstmal alles und das ist eigentlich das Tolle, dass wir, das hat der Ministerpräsident eben auch schon deutlich gemacht, dass wir ja keine Vorgabe geben. Was hat Sie bewegt? Das ist die Frage, die Sie nachher allein mit sich in Ihrer Gruppe besprechen werden. Insofern erwarte ich erstmal auch durchaus Überraschungen, wo wir als Kabinett möglicherweise nicht gesehen haben, dass das eine große Frage in der Bevölkerung ist. Also Hinweise, die wir selbst nicht sehen konnten. Ich erwarte mir auch Hinweise, die schon mal in einer Gruppe, in einer vielfältigen Gruppe vordiskutiert wurden, so dass sie eben nicht nur Einzelmeinungen sind, sondern das Ergebnis ihres Diskussionsprozesses. Und ich hoffe sehr darauf, dass das Vorschläge sind, die wir, wenn wir in der Landesregierung darüber diskutieren, das wird sicherlich auch immer konflikthaft sein, da wird man auch streiten müssen, die wir dann auch umsetzen können, wo wir einen guten Weg finden, was wir als Thüringer auf unserer Thüringer Ebene mit unseren Thüringer Möglichkeiten daraus machen können. Darauf hoffe ich sehr. Danke. Dann auch an Sie nochmal, Herr Ramelow. Ähnliche Frage. Wir werden jetzt 4 Sitzungen gemeinsam haben und nach diesen 4 Sitzungen werden wir auch in dieser Runde auch mit Ihnen nochmal zusammenkommen wollen. Welches Ergebnis erhoffen Sie sich? Was würde Ihnen vielleicht auch für Ihr Regierungshandeln weiterhelfen? Erstmal beginne ich mit dem Werbeblock für unser Referat in der Staatskanzlei für Bürgeranliegen. Herr Hasenbeck und sein Team begleitet auch dieses Bürgerforum und das Format Bürgerforum ist dort angesiedelt. Ich will einfach alle Menschen ermuntern, auch davon Gebrauch zu machen. Nicht nur jetzt im Rahmen des Bürgerforums, wo Sie sich, meine Damen und Herren, einbringen, sondern tatsächlich auch, wenn Ihnen mal etwas begegnet, wo Sie sagen, das geht gar nicht.
Also das kann man so nicht laufen lassen. Dann ist in der Staatskanzlei ein eigener Bereich, der für die Bürger jederzeit erreichbar sein soll und auch erreichbar ist. Und in diesem Kontext ist das auch angelegt, was wir jetzt in dem Format Bürgerforum an Erfahrungen sammeln wollen. Insoweit starten wir jetzt in die zweite Etappe. Nach der Funktional- und Gebietsreform gehen wir jetzt in ein Thema, das uns in den letzten 18 Monaten massiv unter die Haut gegangen ist, und zwar Ihnen allen und uns auch. Und das, was mir wichtig ist, es gab keinerlei Auswahl, wer von den Bürgern ausgewählt worden ist. Es gab nur die Bitte, sich zu bewerben. Und aus der Bewerbung wurde dann mehr oder weniger nach Zufallskriterien das so ausgewählt, dass wir eine flächendeckende und altersmäßige Verteilung haben. Aber wir haben weder inhaltlich geguckt, noch nach Parteipolitik, noch nach irgendwelchen politischen Vorgaben. Wir haben auch nicht geguckt, ob man der Meinung ist, Corona ist gefährlich oder Corona gibt's gar nicht. Alle diese Fragen werden Sie jetzt erst miteinander besprechen und Sie werden miteinander erst bereden, ob oder wie Sie die Dinge wahrgenommen haben, wie Sie die Dinge sehen. Und genau diesen ungefilterten Blick, den erwarte ich mir, dass man daraus Konsequenzen zieht. Und wenn Sie dann dabei feststellen, hier an dieser Stelle gibt es Sachen, die wir dringend empfehlen würden, gucken wir uns diese Empfehlungen genau an unter dem Aspekt, wie arbeiten wir die ein. Denn wir bereiten uns jetzt auf den Herbst vor. Wir gehen davon aus, dass wir in einen guten Sommer gehen, aber wir bereiten uns auf den Herbst vor. Und eins ist doch klar, Corona, das Virus, werden wir nie mehr los. Die Menschheit hat es jetzt. Es ist auf die Menschen übergesprungen. Und jetzt müssen wir lernen, dauerhaft damit umzugehen. Und das hilft nicht, wenn wir in Angst und Panik sind, sondern es hilft nur, wenn wir die Herausforderung annehmen. Und da hilft uns sehr viel Erdverbundenheit. Und das geht nur mit gesundem Menschenverstand, und den bringen Sie ein. Und darauf hoffe ich und vertraue ich. Vielen Dank. Sie können gerne auch Fragen noch in den Chat schreiben, wenn Sie jetzt direkte Nachfragen haben. Meine Kollegin würde das uns dann quasi weiterreichen. Diese Fragen, wir werden ja in diesem Bürgerforum sehr viele auch persönliche Gespräche führen. Wir alle bringen Erfahrungen aus der Corona-Zeit mit sich. Ich fände es spannend, von Ihnen auch noch einen kurzen Einblick zu bekommen. Sie selber, Herr Ramolo, Herr Adams, waren auch betroffen von der Pandemie, so wie wir alle hier in Deutschland und weltweit. Können Sie uns einen kurzen Einblick geben, welche Auswirkungen hatte die Corona-Pandemie für Sie persönlich? Also, wie alle anderen auch, kein Urlaub. Ich habe nur das zusätzliche Pech, wie Dirk Adams auch, dass wir davor einen Wahlkampf hatten und aus dem Wahlkampf in eine Dauerschleife geraten sind und irgendwie man das Gefühl hat für uns, dass wir jetzt im dritten Jahr hintereinander irgendwie im permanenten Stress sind. Du kannst kein Privatleben planen, du kannst, also bei uns spielte noch Familienfeiern eine Rolle, Beerdigungen, Dinge, die einem unter die Haut gehen, und im wahrsten Sinne des Wortes, mir ist die Situation massiv unter die Haut gegangen. Also im richtig wahrsten Sinne des Wortes. Und ich merke, dass meine Haut dünn geworden ist. Also nicht, weil ich jetzt politisch irgendwie das nicht aushalten würde, sondern weil ich merke, jede Entscheidung, die wir treffen, hat Auswirkungen auf Menschen. Stichwort Beisetzung, Trauerfeiern, Abschied nehmen im Alten- und Pflegeheim. Da sind Dinge dabei gewesen, die ich für unerträglich gehalten habe. Und Entscheidungen mussten wir treffen, die ich für unerträglich gehalten habe. Und trotzdem war die Frage, als wir die Alten- und Pflegeheime nicht schützen konnten, wie gehen wir damit um? Wie können wir möglichst ein hohes Maß an Schutz organisieren? Da hatten wir noch keinen Impfstoff. Die Hoffnung, dass der Impfstoff kommt bald, und dann dieses Starren darauf, kommt es jetzt oder kommt er nicht? Und dann war er endlich da, und dann war völlig klar, das muss erstmal hochgefahren werden, das muss getestet werden, muss geprüft werden. Und die Erwartung, das muss alles viel schneller gehen. Und die Entwicklung zu sagen, wir brauchen auch Geduld, um jetzt langsam stetig die Resilienz der Menschen auch absichern zu können. Resilienz heißt Widerstandsfähigkeit des Körpers, entweder durch die Infektion, durch die 122.000 Menschen in Thüringen mittlerweile gegangen sind, oder 1 Million Menschen, die schon geimpft sind. Und von daher sage ich, ich wünsche mir keinen Tag davon zurück.
Ich kann aber versichern, ich habe manche schlaflose Nacht gehabt und ich bin in mancher Nacht schweißgebadet wach gewesen und hatte nur Inzidenzzahlen im Kopf oder Krankenhausbetten im Kopf oder Menschen, die Abschied genommen haben. Und ich ganz persönlich habe jetzt den 8. Todesfall, den ich in dieser ganzen Phase erlebt habe. Menschen, die ich nie wieder sehen werde, die ich begleiten musste, bei denen ich entweder zur Beisetzung durfte oder auch nicht durfte und bei dem dann Menschen gesagt haben, wieso geht denn der jetzt zur Beisetzung und so. Und ich denke dann, was haben all die Familien erlebt, die Abschied nehmen, die Abschied hätten nehmen wollen und nicht Abschied nehmen können. Und noch schrecklicher in einem Fall, wo die Ehefrau sich von ihrem Ehemann nicht einmal verabschieden konnte. Da kann ich nur sagen, das ist eine grausame Belastung für uns alle gewesen. Und es macht's nicht schöner, wenn ich sage, wir sind jetzt weitestgehend erstmal durch diese Welle durch. Es macht's auch nicht schöner, wenn ich sage, wir hatten 400er Inzidenzen, die waren echt hart. 500er, 600er einmal in einem Fall. Aber in Tschechien, in 60 Kilometer von Schleiz entfernt, hatten wir 4000er Inzidenzen. Und dann zu entscheiden, wem helfen wir? Wo können wir Hilfe leisten? Wir haben ein Ärzteteam in der Lombardei gehabt. Pflegerinnen und Pfleger, die mit direkt in der härtesten Welle in Italien waren. Wir haben französische Patienten gesund gepflegt. Wir haben in unsere Partnerregion Malopolska Hilfsgüter gegeben und wir haben nach Tschechien Impfstoff gegeben. Bei all diesen Dingen sind immer wieder auch Leute aufgetreten, die haben gesagt, warum nicht unseren Menschen zuerst? Warum seid ihr noch europäisch solidarisch? Und wenn du dann gesagt hast, wir können das nur im globalen Maßstab angehen und wir können nur kleine Hilfen leisten, die wir aber leisten können, weil wir auch erwarten würden, dass man uns hilft, wenn wir Hilfe brauchen. Das alles sind Dinge, die ein großer Lernprozess waren. Und ich bin überzeugt, wir müssen auch Konsequenzen ziehen, damit eine Virusbelastung nicht wieder uns vor eine fast unlösbare Aufgabe stellt. Und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt an der Stelle sind, wo wir sagen, jetzt können wir durchatmen und jetzt können wir loslegen, auch über Konsequenzen dauerhaft danach zu denken und daran zu arbeiten, auch mit Ihrer Hilfe. Gut, vielen Dank auch an Sie, Herr Adams, möchte ich die gleiche Frage richten. Wie haben Sie die Zeit erlebt? Ja, also ich glaube, das Schwierigste und Bewegendste ist vom Ministerpräsidenten schon angesprochen worden, dass man erlebt hat, glaube ich, jeder im Bekannten, möglicherweise sogar im Verwandtenkreis, dass Menschen nicht voneinander Abschied nehmen konnten. Das ist das, wo man ja auch merkt, das ist nicht wiederholbar, das ist nicht nachholbar. Ein runder Geburtstag, den kann man auch ein Jahr später feiern. Vielleicht kann man sogar eine lange vorbereitete Hochzeit oder Erstkommunion, Konfirmation, Jugendweihe, solche Dinge lassen sich verschieben. Aber das Abschied nehmen können von Menschen, das hat mich bewegt, da wo ich das im Bekanntenkreis miterlebt habe, dass das nicht möglich war. Mir hat am meisten gefehlt, sich mit Freunden treffen zu können. Das, was man so immer im normalen Gang der Woche am Wochenende irgendwo macht zum Kaffee trinken oder zum Essen oder mal zusammen brunchen oder sich im Sommer auf der Wiese treffen. Das ging noch so, aber es war im Herbst ja dann sofort auch Schluss, dass man da zusammenkommen konnte. Das hat mir persönlich sehr gefehlt und was ich durch meine Familie, ich habe zwei Söhne, die im jugendlichen Alter erlebt habe, dass junge Leute, die auch so eine endliche Phase der Schulzeit haben, 10 Jahre, 12 Jahre geht man zur Schule und davon fehlt ein Jahr. Das ist nicht nur, dass da vielleicht Stoff verloren geht, sondern man kommt ja im sozialen Lernen, in dem mit Gleichaltrigen sich streiten und Freundschaften schließen, dieses soziale Lernen, dass das wirklich unterbrochen wurde, dass das schwierig war für die jungen Leute. Und da fehlt was. Da müssen wir, glaube ich, das ist eine Riesenherausforderung, da Möglichkeiten zu schaffen in den nächsten Wochen, Monaten, dass da einiges nachgeholt werden kann. Das waren die Sachen, die mich am meisten bewegt haben. Ja, danke für Ihre sehr persönlichen Einblicke, die Sie uns hier gegeben haben. Wir kommen auch langsam schon zu
zum Ende unserer gemeinsamen Zeit, aber ich würde gerne meine Kollegin Marie Schulze noch fragen. Gibt es Fragen aus dem Chat, die man hier kurz stellen kann? Wir hören noch nicht. Es gibt, rege Anregungen und Fragen im Chat, auch an beide, sowohl Herr Ramelow als auch an Herrn Adams. Wie kann ich das kurz zusammenfassen? Es sind sehr interessante Themen. Also zum einen wird danach gefragt, wie es weiter umgegangen wird mit den Maßnahmen bezüglich zu Corona, wie es sich auch verhält mit den neuen Entwicklungen gegenüber den Impfungen. Beispielsweise ist hier eine Frage bezüglich, ob man aus Ihrer Sicht weiter festhalten sollte an diesem Instrument der Inzidenzwerte als Grundlage für weitere Öffnungs- und Schließungsentscheidungen. Gleichzeitig ist auch die Frage nach dem Umgang mit den Maßnahmen im Sinne von diese schnell und unkompliziert zu verbessern. Was ist in dieser Richtung geplant? Na, das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Wahrscheinlich können Sie die nicht alle gleich komplett beantworten. Wir haben aber ja auch angekündigt, dass wir Fragen im Nachgang mit beantworten können. Also deshalb gerne vielleicht schon mal ein kurzes Blitzlicht von Ihnen und von Ihnen beiden jeweils einmal. Und die anderen Fragen beantworten wir dann im Nachgang. Also wir würden gerne einspielen, das müsste Herr Hasenbeck mal organisieren, dass wir die jetzigen Schaubilder, wie die Inzidenzwerte sich aufteilen, 100, 50, 35, welche Konsequenzen daran gekoppelt sind. Da gibt es sehr gute Schaubilder, die wir mittlerweile erstellt haben. Aus denen wird deutlich, dass wir eben nicht einfach nur noch auf die Inzidenzwerte starren, sondern tatsächlich mehrere Faktoren mit drin haben. Die reine Inzidenzdebatte kommt nur aus dem Bundesinfektionsschutzgesetz. Da gibt es die drei Zahlen, die sind da drin festgelegt. Die haben wir uns nicht ausgedacht, sondern die sind uns bundesgesetzlich vorgegeben worden. Aber die Konsequenzen, die daraus abzuleiten sind und warum ich vorhin gesagt habe, wir werden in einen guten Sommer gehen können, wird aus diesen Schaudiagrammen sehr schnell deutlich. Und ich glaube, das wird eine Reihe von Fragen beantworten. Das Einzige, was ich nicht beantworten kann, ist eben Moment mal, wenn Sie nochmal hochscrollen, den letzten, andere Richtung. Die von Luisa Ebenau, die Frage, warum ich gegen die Bundesgesetzlichkeit vorgegangen bin, das verstehe ich einfach nicht, weil die Bundesgesetzlichkeit am Anfang der Corona-Situation, da war gar nichts geregelt. Das war eine Entscheidung, die in der Ministerpräsidentenkonferenz getroffen worden ist. Das war der erste große Lockdown im März des vergangenen Jahres. Und da habe ich überhaupt nichts in Frage gestellt, sondern da bin ich davon ausgegangen, dass wir 60.000 schwersterkrankte Menschen innerhalb weniger Wochen haben werden, wenn das Infektionsgeschehen so dramatisch sich entwickelt, wie es dort prognostiziert worden ist. Und Dirk Adams erinnert sich, das war die erste Telefonkonferenz als Kabinett, die wir gemacht haben. Und das Ergebnis war, dass am darauffolgenden Dienstag die Schulen geschlossen werden. Das war, glaube ich, für uns die schlimmste Entscheidung, die wir jemals treffen mussten, weil das haben wir uns nicht vorstellen können, dass wir mal Schulen schließen. Aber die Gefahr, dass das Infektionsgeschehen so massiv ist, dass es in kürzester Zeit für Thüringen 60.000 Schwersterkrankte auslöst, diese Gefahr war greifbar. Und heute kann man sagen, am Ende des Sommers letzten Jahres war es so, und vielleicht meint das Frau Ebenau, da hatten wir gar keine Infektionen mehr. Und da habe ich gesagt, es sind keine aktuellen Infektionen mehr da. Heute vor einem Jahr lagen wir bei 3 Infektionen als Inzidenzwert. Wir sind heute froh, dass wir bei 24 sind und das ist nach dem Schock vom 26. November letzten Jahres, wo wir auf einmal schlagartig auf 600 hochgegangen sind und wo man gemerkt hat, jetzt wird's richtig ernst. Und damit hatten wir die rote Laterne bis zum Schluss, also bis vorgestern. Und ich bin froh, dass wir jetzt aus der ganzen Situation raus sind. Deswegen, ich habe nie gegen Gesetze argumentiert und nicht gegen Gesetze auch nicht verstoßen oder sie abgelehnt, sondern ich habe letztes Jahr im Herbst, also im Spätsommer,
Maßnahmen in Frage gestellt zu einer Zeit, als es in Thüringen keine Infektion gegeben hat. Das war die Realität. Und nebendran in Bayern waren die Infektionen hoch. Und die Frage war, warum sind sie bei uns niedriger? Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir durch den ersten Lockdown eine Erwartungshaltung geschaffen haben, dass wir es los sind, dann der Sommer gut war und der Herbst anfing, auf einmal Menschen auch unvorsichtig sein zu lassen, weil sie dachten, es ist ja gar nichts gewesen. Möglicherweise ist ja nichts. Und dieses ist ja nichts führte dazu, dass wir relativ kalt erwischt worden sind im Saale-Oller-Kreis. Das ist keine 60 Kilometer von Tschechien entfernt. Und da haben wir 5000 Tageseinpendler, die täglich von Tschechien aus nach Schleiz, Bad Lobenstein und in die ganze Region zum Arbeiten kommen. Und deswegen hatten wir im Ostthüringer Raum zuallererst die britische Mutation. Und die hat uns getrieben. Und wenn man sich anguckt, die Infektionskarte, sieht man, dass die tiefroten bis lila Felder immer entlang der tschechischen Grenze sind. Und da waren wir in Greiz betroffen, in Schleiz betroffen, in Sonneberg betroffen, Hildburghausen. Das ist so, zieht sich dann rüber Bayern bis zum Erzgebirgskreis. Und das ist das, was uns getrieben hat. Nur nochmal, wir waren in der Zeit bei 400 bis 600 Inzidenz. In Tschechien zu der Zeit 4000er Inzidenz. Hey, danke für Ihre Ausführungen. Herr Adams, vielleicht können auch Sie noch auf ein, zwei der gestellten Fragen Antwort geben. Ja, vielleicht nochmal bezogen auf die Inzidenzen, wie schon auf die Inzidenzwerte. Wie schon gesagt, kommen die aus den bundesrechtlichen Regelungen. Wir haben als Thüringer Kabinett recht früh begonnen, über Stufenwerte zu sprechen, unterschiedliche Anwendungsbereiche, eine Inzidenz in dieser Höhe. Was bedeutet die für Außengastronomie? Was bedeutet die für Sport? Was bedeutet die für Schule? Hier immer zu differenzieren. Insofern haben wir da versucht, schon viel Differenzierung mit reinzubringen. Ich kenne das aber auch aus Gesprächen. Deshalb, das wird sicherlich auch Teil Ihrer Debatte hier sein, dass die Menschen dann irgendwie wahrgenommen haben, jetzt gibt's einen Wert und jetzt ist alles zu. Das war natürlich überall dort, wo wir auch im Zusammenhang mit der Bundesnotbremse dann so weit oben lagen, über 100 waren, dass wir alle erstmal da runterkommen mussten, möglichst alle Landkreise da runterbringen mussten, um wieder Öffnungsschritte zu gehen. Das interessiert mich auch sehr, wie Sie sind ja aus allen Landkreisen sicherlich vertreten, oder aus vielen Landkreisen, wie das wahrgenommen wird. Wir haben ja Landkreise, wo wir schon sehr weit sind in den Öffnungen oder kreisfreien Städten und auch Landkreise, wo es noch die eine oder andere Schließung gibt. Das hier zusammenzutragen wäre wichtig. Sie hatten eine Frage noch gestellt, wie geht das weiter mit dem Impfen? Das ist unsere Kollegin Frau Werner ist da ganz engagiert dran und das war auch, glaube ich, eine recht frühe Erkenntnis bei uns in den Debatten im Kabinett, dass wir gesagt haben, der Schlüssel ist die Impfung. Und deshalb ist Thüringen, glaube ich, immer noch Spitzenreiter bei den Impfungen, insbesondere, glaube ich, bei den Erstimpfungen und aber auch sehr gut, was die Zweitimpfungen angeht, weil wir uns da wirklich drauf konzentriert haben. Das bringt die Sicherheit für jeden Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft. Den Weg, denke ich, werden wir auch so weitergehen. Okay, vielen Dank. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben und heute hier waren für die Begrüßung. Wir werden uns wiedersehen, und zwar in der vierten Sitzung, wenn wir hier gemeinsam ein Ergebnis erarbeitet haben und das Ihnen auch gerne vorstellen möchten. Insofern, genau, danke ich Ihnen, dass Sie heute da waren und würde mich jetzt an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Vielen Dank. Vielen Dank und gutes Arbeiten.